Liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach-Lacht, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe und habe einen besonderen Interviewpartner heute bei mir. Es ist Matze Knoop. Matze, schön, dass wir uns treffen. Wir sind heute Abend hier in Bischofsheim bei Mainz und sehen dein Programm Willkommen in Matze Knopien. Was ist denn das Besondere an deinem Land? Also ich sage immer so gerne, Hose runter, Zepter raus, auweia, dicke Eier, ich mach's jetzt selbst. Das Besondere an meinem Land ist, dass ich natürlich, man darf nicht immer nur meckern. Also auch, aber man muss auch Lösungsvorschläge haben. Die habe ich, die sind natürlich alle sehr, sehr seriös und auch sehr, sehr ernst. Und das Besondere ist einfach, Matze Knopien ist fröhlich, ist positiv. Es gibt keine Uhr, gibt den schönen Sprichwort, die Europäer, ein afrikanisches, die Europäer haben die Uhr, wir haben Zeit. Und das hätte ich auch gerne für mein Land. Es werden Uhren abgeschafft. Es gibt nur noch zwei grobe Tagesabschnitte, hell und dunkel. Herzlich willkommen in meinem Land. Jetzt parodierst du ja so ziemlich alles, was einem so einfallen kann. Viele prominente Persönlichkeiten. Gibt es auch welche, an die du dich gar nicht rantraust, wo du sagst, das ist mir ein bisschen too much? Nö, also das ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der Leute diffamiert, sondern eigentlich durch Parodie Menschen zum Lachen bringt. Und da wird natürlich eine Person überhöht oder ein bisschen vielleicht, naja, schon, also es ist, wenn man jetzt nur die Parodie nimmt, das ist eine Sache, du musst ja auch immer noch so einen Humoraspekt haben. Also von daher ist eigentlich jede Parodie, die ich mache, fröhlich und positiv. Egal, ob es jetzt Donald Trump ist, wäre oder Putin, auch da könnte man, glaube ich, gute und lustige Sachen machen. Trump ist ja auch im Programm. Und von daher habe ich da keine, dass ich sage, nee, da traue ich mich nicht ran, das ist mir egal. In den vielen Jahren, die du schon unterwegs bist, gibt es ja auch einige Begegnungen, von denen du uns bestimmt berichten kannst. Eine von Lady Gaga habe ich mal gehört. Die hast du mal getroffen als Super Richie. Ich habe, nee, als Luca Toni. Ich war ich bei Viva eingeladen mit meinem Song Numero Uno. Und dann hieß es, ich habe gesagt, wer ist denn noch in der Sendung? Und dann hieß es, ja, da ist Lady Gaga. Ich so, aha, okay, die kannte ich nicht. So. Und ja, da hatte die noch dieses Pokerface noch nicht rausgebracht. Und dann sagte ich so, okay, sagt einer, willst du ein Foto mit der machen? Oder ein Video? Habe ich gesagt so, nee, ach, warum? Also, die kennt am Morgen kein Schwein mehr. Ja. So, und dann war ich in der Sendung und sie saß neben mir, so wie man sie halt kennt, und war total eher schüchtern fast schon und eigentlich ganz süß und hat dann so, oh, your Italian is so great, you're speaking so perfect Italian. Ich sage, naja, das ist mehr so ein Speisenkartell Italienisch. Und sagt sie, ja, aber I only speak English and only a little bit Italian und so. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, war auch in der Sendung. Und dann habe ich Numero Uno gesungen, habe sie auch noch in den Arm genommen. Ja, und sie so, ja. Und dann war am nächsten Tag, war ich bei The Dome. Und da sind wir uns wieder auf dem Gang begegnet und ich so, hey, hi, how are you? Said, yeah, very good, and you? Yeah, perfect. And we see us later. Ich so, yo, tschüss. So, und dann, das war leider das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Und dann kam diese Show, wo ich auch mittendrin war und am Ende kamen drei Songs von Lady Gaga. Eine mega Bühnenshow, ein Riesenaufriss und da dämmerte es mir schon, dass das mit dem gemeinsamen Foto und dem verpassten Video doch eine ziemliche Scheißidee von mir war. Und kurz darauf kam Pokerface raus und sie war irgendwie ein Weltstar und hat jetzt den Oscar gewonnen. Und ich war eigentlich quasi schon mit ihr zusammen. Wir spenden ja an den Verein Herzenssache, mit unseren Videos Gutes zu tun. Das ist auch dir sehr wichtig, denn nicht zuletzt durch deine eigenen Projekte, wie zum Beispiel Kinderlachen, oder? Ja, ich bin Schirmer von Kinderlachen jetzt schon seit 15 Jahren, glaube ich. Und es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Habe jetzt auch eine eigene Stiftung gegründet, die Matze-Knob-Stiftung, die ergänzend ist zu Kinderlachen. Die beschäftigt sich vorwiegend erstmal mit meiner Heimatregion, wo ich herkomme. Weil ich immer sage, man beschäftigt sich so viel mit Menschen, die ganz weit weg sind, was sicherlich auch gut ist, aber vergisst oft die auf einer anderen Straßenseite wohnen und denen geht es vielleicht auch nicht gut. So, und das ist so ein bisschen, was dahinter steht. Kinderlachen, wie gesagt, hat ganz viele Projekte in ganz Deutschland. Da bin ich Schirmherr und bin auch stolz und dankbar, dass ich das noch neben der Comedy als eine meiner Aufgaben machen kann. Sehr schön, dass du sowas tust. Und jetzt hätten wir gerne zum Abschluss noch einen Witz von dir gehört. Vielleicht sogar deinen Lieblingswitz. Ich weiß es nicht. Es gibt mehrere Witze. Also ich habe zwei. Also der erste ist, treffen sich zwei Männer, sagt der eine, boah, mir tut der Hals weh. Fragt der andere, ist er steif? Sagt der andere, ja, aber jetzt mache ich mir gerade mehr Sorgen um meinen Nacken. Und der zweite wäre, das wäre so ein Männerwitz. Und der zweite ist, Telefonanruf bei der Firma Meier, Meier und Meier. Sagt der Mann, ja, schönen guten Tag, Firma Meier, Meier und Meier. Sagt der eine, ja, ich hätte gerne den Herrn Meier gesprochen. Sagt er, oh, tut mir leid, der ist gerade auf dem Klo. Ja, dann hätte ich gerne den Herrn Meier gesprochen. Ah, das geht nicht, der hat Mittagspause. Ja, dann hätte ich gerne den Herrn Meier gesprochen. Am Apparat. Ich finde die auch schön. Super, danke schön, Matze Knob, fürs Interview und weiterhin alles Gute. Gerne. Und wir danken nicht nur Matze Knob, sondern auch all unseren Unterstützern.